Hallo und herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Endlich mit neuer Frisur. Hier könnt ihr mich auf dem Weg zu meinem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit bis zu meinem 40. Geburtstag begleiten. Vor kurzem hatte ich euch die 5 besten deutschen Dividendenaktien vorgestellt. In diesem Video hatte ich euch auch gefragt, über welche Aktie ihr eine ausführlichere Analyse sehen wollen würdet. Mit Abstand am meisten wurde Fresenius genannt. Die Aktie von Fresenius ist auch direkt gleich die Dividendenaktie des Monats März geworden. Warum ich die Aktie von Fresenius ausgewählt habe und warum ich die Aktie für massiv unterbewertet halte, erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem gibt es natürlich wie immer den Rational Handelsscore für Fresenius, eine ausführliche qualitative Analyse sowie die Ermittlung des fairen Werts der Aktie im Dividend Discount Model. Also bleibt dran. Bevor wir aber loslegen, wie immer ein kurzer Risikohinweis. Meine Videos und Artikel sind selbstverständlich keine Empfehlung oder Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Denkt selber nach, recherchiert und handelt dabei immer möglichst rational. Kurz ein paar Fakten zum Unternehmen Fresenius. Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Mit über 300.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in mehr als 100 Ländern und einem Jahresumsatz von über 35 Milliarden Euro ist Fresenius heute eines der führenden Unternehmen im Gesundheitsbereich weltweit. Rund 27% der Aktien gehören übrigens der Else Kröner Fresenius Stiftung. Die gemeinnützige Stiftung widmet sich der Förderung medizinischer Forschung und unterstützt medizinisch-humanitäre Projekte. Sie hat also ein langfristiges Interesse daran, dass Fresenius wächst und Gewinne ausschüttet, um weiter gemeinnützige Projekte zu finanzieren. Zur Fresenius-Gruppe gehören 4 eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind. Fresenius Medical Care ist weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen. Fresenius Helios ist Europas größte private Klinikengruppe. Fresenius Kabi bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke. Fresenius Vamed ist spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen. Alle 4 Bereiche wurden unterschiedlich stark von Corona betroffen. Hier eingeblendet seht ihr, wie Fresenius selbst die Auswirkungen von Covid-19 je Unternehmensbereich sieht. Mit Abstand am stärksten ist der Dialysespezialist Fresenius Medical Care betroffen, dazu aber später noch mehr. Bevor wir aber detaillierter auf die einzelnen Bereiche und die aktuellen Entwicklungen eingehen, analysieren wir erstmal Fresenius quantitativ mit dem neuen Rational Handelsscore. Wer das letzte Video verpasst hat und nochmal wissen will, wie ich den Rational Handelsscore angepasst habe, findet das Video nochmal oben verlinkt. Fresenius weist lediglich einen KGV von knapp unter 12 aus und ist somit durchaus günstig. Auch das Kursumsatzverhältnis ist mit um die 0,5 deutlich unter 1 und damit wirklich ein Schnäppchen. Der Gewinn die letzten 5 Jahre stieg im Schnitt um 4%. Die Gewinnaussichten für die kommenden Jahre schwanken ein wenig je Quelle. Insgesamt die Analysten doch recht pessimistisch, auch wegen der unklaren Auswirkungen von Corona. 2% stehen hier jetzt mal zu Buche. Mit 61% ist Fresenius noch im Rahmen verschuldet. Die Dividende wurde die letzten 5 Jahre um über 15% erhöht. Erhöht wurde sie zudem seit mittlerweile 28 Jahren. Bei diesen Wachstumsprognosen kann man auch die relativ geringe Dividendenrendite von 2,5% verschmerzen. Zumal die Auszahlungsquote nur bei 28% liegt, viel Luft für weitere Dividendenerhöhungen. Die Nettogewinnmarge ist mit 5% relativ gering, aber im Branchenvergleich noch durchaus attraktiv. Die Aktie ist die letzten Wochen ziemlich abgestraft worden. Sie ist noch immer um die 20% unter ihrem Jahreshoch. Insgesamt kommt die Aktie von Fresenius auf 100% im Rational Handelsscore und ist damit aktuell kaufenswert. Ich möchte mich kurz bei euch allen, meinen Zuschauern, bedanken. Danke, dass ihr meinen Kanal so regelmäßig verfolgt. Wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt, gebt diesem Video wie immer doch gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal
oder empfiehlt meinen Kanal euren Investorenfreunden weiter. Mir hilft es übrigens auch sehr, wenn ihr meine Videos ganz anseht oder auch alte Videos nachschaut. Watchtime ist eine der wichtigsten Kennzahlen für YouTube. Fresenius Medical Care ist bekanntlich auch ein eigenes börsennotiertes Unternehmen. Es gehört aber zu 31% weiter der Mutter Fresenius. Somit ist Fresenius immer auch Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen. In einem Netz aus rund 4000 Dialysezentren in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien und Afrika betreut Fresenius Medical Care mehr als 349.000 Dialysepatienten und Patientinnen. Fresenius Medical Care hat besonders stark unter Corona gelitten. Der Hintergrund ist ein ziemlich trauriger. Leider sind sehr viele Dialysepatienten an Covid-19 verstorben. Dadurch sind auch die Umsätze gesunken. Trotzdem wuchs der Umsatz von Fresenius Medical Care im Jahr 2020 noch um die 3%, wie man in dieser Grafik aus der Unternehmenspräsentation zu den Jahresergebnissen sehen kann. FMC verkündete jüngst aber sehr trübe Aussichten für 2021. Umsatzwachstum höchstens im mittleren einstelligen Prozentbereich und einen Gewinnrückgang von bis zu 25%. Der Grund: steigende Kosten wegen Corona und sinkende Einnahmen durch geringere Patientenzahlen. Aber auch die von Fresenius betriebenen Helios-Kliniken mussten wegen Corona einige Operationen aufschieben und verdienten deswegen weniger Geld. Knieoperationen oder andere Operationen, die aufgeschoben werden können, wurden von den Kliniken oder auch von den Patienten selbst aufgeschoben. Zudem mussten Intensivbetten für Corona-Notfälle freigehalten werden. So sanken die Umsätze. Trotzdem konnten die Umsätze in 2020 leicht gesteigert werden, nur etwas geringer als geplant. Sobald die Corona-Pandemie überwunden ist, könnte es darüber hinaus zu Nachholeffekten bei bisher aufgeschobenen medizinischen Eingriffen, wie eben zum Beispiel Knieoperationen, kommen. Ende 2020 hat Fresenius nach längerer Pause zwei Übernahmen getätigt. Zum einen wurden einige Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen übernommen, die rund 160 Millionen Euro pro Jahr an Umsatz erwirtschaften. Weiterhin wurde mit der Eugene-Gruppe ein auf die Reproduktionsmedizin spezialisiertes Unternehmen mit ebenfalls 160 Millionen Euro Jahresumsatz übernommen. Vor allem die Eugene-Gruppe ist hoch profitabel. Beide Übernahmen könnten den Gewinn und die Marge von Fresenius zeitnah steigern. Vor einigen Jahren scheiterte Fresenius noch mit der Übernahme von Acorn. Fresenius hatte der Acorn-Spitze Betrug vorgeworfen und die Übernahme abgeblasen. Ein Gericht gab Fresenius damals letztlich recht und Fresenius musste den Kauf nicht durchziehen. Trotzdem gab es natürlich jede Menge Kosten für Fresenius. Zudem ist Fresenius relativ abhängig von Regulierung. Vor allem in Deutschland spielen die stark regulierten Versicherungssätze für Behandlungen eine starke Rolle. Die Politik möchte hier die Behandlungskosten eher drücken in den kommenden Jahren. Auch deshalb setzt Fresenius wohl auf ein Kostensparprogramm. Allerdings ist Fresenius nicht nur in Deutschland aktiv, auch in den USA und Südamerika gibt es Krankenhäuser. Hier ist die Regulierung nicht so stark. Im Bereich Fresenius Kabi wuchs der Umsatz stabil um 4%. Fresenius Kabi ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das lebensnotwendige Medikamente und Medizinprodukte zur Infusion, Transfusion und klinischen Ernährung anbietet. Lediglich Fresenius Vamed schrumpfte in 2020. Fresenius Vamed realisiert weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Hier mussten aufgrund von Corona viele Projekte verschoben werden. Es handelt sich hierbei aber um die kleinste der vier Sparten von Fresenius. Über alle Bereiche und auch die Zentrale soll nun ein Kostensparprogramm gestartet werden. Das Ziel: bis 2023 sollen 100 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Im Ausblick für das Jahr 2021 ist Fresenius vorsichtig optimistisch. Man rechnet mit einer schwierigen ersten Jahreshälfte, erhofft sich dann aber teils zweistelliges Wachstum in der zweiten Jahreshälfte. Insgesamt wird es wohl trotzdem ein Übergangsjahr, wo die Umsätze leicht wachsen sollten, aber der Gewinn eher stabil bleiben wird. Trotzdem ist auf diesem Niveau genügend Platz für eine weitere
Dividendensteigerung. Langfristig wird Fresenius aber von gesellschaftlichen Entwicklungen eher sogar profitieren. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Laut Aussage von Fresenius wird sich der Anteil der über 65-Jährigen bis 2015 fast verdoppeln. Zudem werden die Gesundheitsausgaben, insbesondere in den Emerging Markets, weiter wachsen. Zudem steigt leider auch die Zahl der chronisch Kranken, vor allem im Bereich Diabetes. Hier tritt Fresenius dann als dauerhafter Versorger auf. Nun möchte ich Fresenius noch mittels des Dividend-Discount-Modells bewerten. Fresenius hat die letzten 5 Jahre die Dividende im Schnitt um über 15% erhöht. Aufgrund des etwas trüben Ausblicks für 2021 wäre das wohl etwas optimistisch heranzunehmen. Daher nehme ich hier konservativer nur 8% Steigerungsrate an, als Discount-Faktor nehme ich wieder 10%. Die aktuelle Dividende liegt bei 84 Cent. Es ergibt sich ein fairer Wert von 42 Euro auf Basis des Modells und meiner Annahmen. Somit wäre die Aktie ungefähr 20% unterbewertet. Zum Abschluss hier nochmal eine Pro- und Contra-Matrix für den Kauf von Fresenius eingeblendet. Insgesamt denke ich, dass Fresenius aktuell quantitativ und qualitativ kaufenswert ist. Auch wenn die erste Jahreshälfte von 2021 noch schwierig wird, wird das Geschäftsmodell weiter benötigt. Aufgrund unserer alternden Bevölkerung vermutlich zukünftig sogar eher mehr als heute. Ob ihr selber Aktien von Fresenius kaufen wollt, müsst ihr natürlich wie immer selber entscheiden. Kommentiert doch gerne, was ihr von der Aktie haltet. Das war es auf jeden Fall erstmal mit dem heutigen Video. Danke für eure Zeit. Lasst mir ansonsten gerne ein Abo da und gebt mir wie immer einen Daumen hoch. Jeden Samstag um 8 Uhr gibt es ein neues Finanzvideo von mir. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer rational handeln.